So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon Go. Eigentlich wollte ich jetzt auf dem großen Account ein paar Eier brüten. Problem ist, ich habe nicht auf den Tacho geguckt. Jetzt sind die schon aufgegangen ohne Animation, weil ich im Dings rumgewühlt habe im Beutel. Jetzt habe ich gedacht, ist egal, machst du einfach neue Eier rein und läufst nochmal und brütest die dann aus. Jetzt ist das Problem natürlich, es gibt ja nicht mehr die zwei Eier aus den Geschenken, sondern nur noch eins. Und ihr kriegt ja kein garantiertes. Jetzt habe ich also nochmal 10 Geschenke aufgemacht, habe jetzt nochmal 5 Eier bekommen. Habe jetzt also 5 von 9 Eiern und das lohnt sich überhaupt nicht, damit zu laufen und das aufzumachen. Da warte ich lieber bis morgen bzw. bis 0 Uhr, hau dann nochmal 4 mit rein. Lauf wieder die ganze Palette ab, dass dann 9 Stück gleichzeitig aufgehen. Das ist eben der Nachteil, wenn ihr nur 7 Kilometer Eier nehmen könnt. Dass ihr begrenzt seid, dass ihr eingeschränkt seid durch dieses komische Limit, was ihr habt. Von den Geschenken und von den Eiern, die daraus kommen. Aber ich habe natürlich eine Notlösung. Ich habe mir jetzt einfach den zweiten Account genommen. Werde jetzt mit dem zweiten Account rumlaufen. Werde da einfach brüten. Da habe ich nämlich eine volle 9er Ladung drin, beziehungsweise 8. Das eine geht ja wieder mit dem Unendlichen auf. Wenn die aufgehen, melde ich mich. Mal gucken, vielleicht schneide ich sogar 3 Ladungen diesmal rein. Sonst mache ich aber nur 2, 18 Eier ungefähr. Es regnet einfach nur. Guck! Siehst du, wie es regnet? Wunderbar. Seht ihr, wie es regnet? Ich laufe einfach noch ein bisschen. Die anderen sind auch schon mit dem Schirm unterwegs. Also richtig räudiges Wetter, wie immer halt. Wir laufen ein bisschen, gucken mal, wenn die aufgehen. Vielleicht machen wir noch eine, vielleicht machen wir noch eine. Eine XXL-Brütfolge. XXL, weil es 8 Eier mehr sind wie sonst. Wir sind auf jeden Fall gespannt auf der Suche nach Shiny Vonera. Ja gut, das ging schneller als gedacht. Da sind wir auch schon zurück. Und die ersten Eier gehen schon auf. Das erste Vonera ist also auch schon da. Wir bewerten das natürlich gleich nochmal aus New York, USA. Wer hat da wieder Geschenke geschickt, aber schlechter Angriffswert. Brauchen wir also eigentlich nicht. Ihr seht, ich habe mich kaum bewegt. Dafür kann ich mich hier wenigstens unterstellen. Als nächstes ein Rabauz. Früher habe ich ja gerne mal Rabauz genommen und habe 5, 6 Stück nacheinander entwickelt, um so eine Statistik zu machen, ob das jetzt Nocturne, Kikli oder sonst was wird. Jetzt seht ihr hier unten schon beim Entwicklungsbutton, so was das wird. Das ist ja jetzt keine Überraschung mehr, deswegen braucht man da nichts mehr machen. Wir wissen aber jetzt schon, dass Verteidigung auf jeden Fall der beste Wert sein muss. Genau ist nämlich auch 15, sonst würde es ja nicht zu Nocturne werden. Bei Kikli ist es dann der Angriffswert, bei Capoeira ist es der KP-Wert. 6 Stück müssen wir noch haben. Oh, neuer Pokédex-Eintrag. Jetzt muss ich aber warten, bis es da steht, weil ich den Namen nicht weiß. Ist auf jeden Fall, weiß ich nicht, Marmolita. Habt ihr auch schon einen Marmolita gebrütet? Schreibt es mal in die Kommentare. Finde ich auf jeden Fall jetzt nicht so hübsch. Da finde ich Libiscus viel schöner in Herzform, dieser Fisch. Der sieht halt, naja, aus wie eine schlechte Kopie. Braucht man nicht. Jetzt haben wir noch 4, 5 Eier und Schlurp auf jeden Fall. Also wenn Ismo schon nicht am Raid Day mit Schlurp mitmachen kann, könnte er ja eigentlich ein paar Eier brüten. Er ist ja eh immer unterwegs, freut sich natürlich immer besonders auf Schlurp. Wie gesagt, nur rosane Pokémon jetzt in den Eiern drin. Und Schlurp könnte ja auch Shiny brüten, da ist auch schon das zweite. Aber erst nach dem Raid Day, wenn es dann offiziell als Shiny released wurde. Hier nochmal 15 Verteidigung, nehmen wir natürlich auch gerne mit. Aber wir wollen doch Vonera haben als Shiny, was einfach schon fast unmöglich ist. Obwohl, wir haben wenigstens jetzt mal hier das zweite Gebrüde, das zweite Vonera. Aber dadurch, dass ihr eben limitiert seid, 15 KP, ist das ein Unding, da überhaupt effektiv auf Jagd zu gehen. Ich meine, Chanera können die ja wenigstens wild fangen, können die aus der Feldforschung bekommen, aber Vonera sieht eben schlecht aus. Hier haben wir Kusilla, das brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Haben wir schon als Shiny auf jeden Fall. Das müsste, glaube ich, jetzt das letzte Ei sein. Oder das vorletzte. Noch ein Fluffeluff. Oh, ach nee, ist ja ein Pi. Ah, Ramses.
Jetzt hast du dich wieder mal aus Niedersachsen, Deutschland. Und es gibt natürlich auch neue Raid-Bosser, die wollen wir uns jetzt aber nicht anschauen. Kann man ja mal als Screen posten. Wir hauen auf jeden Fall nochmal 8 Eier rein, laufen noch ein Stück. Bei dem Account müsste ich eigentlich noch fast alles fangen. Ihr seht, der hat keinen Schallquab, der hat keinen Picochilla, der hat auch keine Milka-Kuh. Die müssten wir also auch mitnehmen. Brauchen wir aber eigentlich nicht. Hier oben sind Module an. Vom kleinen Account, vom Gefer. Wir hauen nochmal Eier rein, wir laufen nochmal los, wir melden uns nochmal zurück, wenn wir wieder 8 Eier drauf haben. Und beziehungsweise kurz, wenn die aufgehen. Vielleicht habe ich auf einem anderen Account noch was vorbereitet. Wo mir gerade auffällt, ich habe das Marmolita gar nicht bewertet. Das müssen wir nämlich auch mal machen. Okay, das hat sich nicht gelohnt, ist eh schlecht. Gut, das war's. Wir melden uns zurück, wenn die nächsten 8 Eier aufgehen. So, die nächsten Eier gehen auf. Wieder 8 Stück, natürlich. Wir wollen ja auch den unendlichen Inkubator nicht vernachlässigen. Wieder das neue Pokémon. Wieder neuer Pokédex-Eintrag. Weil es ist wieder mal ein anderer Account. Auch auf dem anderen habe ich es nur hinbekommen, nochmal 4 neue Eier zu bekommen. Vorhin war es jetzt ist es halb. Jedes Mal bimmelt es, wenn ich Eier aufmachen will. Wir befinden uns jetzt in der anderen Ecke von Hildburghausen. Hunde, Glocken, Schlurp, alles am Start. Ist auf jeden Fall immer noch richtig mieses Wetter. Alter, der hat nicht mal einen Schlurp gehabt. Das ist, glaube ich, jetzt einer von den kleinen Halloween-Accounts, die ich damals immer mitgenommen habe. Aha, auch schlecht. Braucht man nicht. Gut, da sitzt noch ein Bidiza. Der Michaels Eiers müsste das jetzt sein. Auf dem habe ich damals immer die Halloween-Raids gemacht. Die einer mit dem Kostüm. Habe dann auch relativ schnell einen Shiny bekommen, was ich mir dann rübergetauscht habe. Okay. Deswegen hätte ich mich gefreut natürlich, wenn es die Starter dann beim Pokémon Day auch wieder aus Raids gegeben hätte, aus einer Raids, anstatt aus 7 Kilometer Eiern. Dann hat man nämlich wieder dasselbe Problem mit dem Brütlimit, mit dem Geschenkelimit, mit dem ganzen Drumherum. Als nächstes ein Libiscus. Nimmt man mit, kann shiny sein, ist es aber nicht. Rams ist voll im Stress einfach nur. Porygon ist bestimmt auch neu. Ja, der hat, mit dem mache ich eigentlich nie was. Mit dem gehe ich einfach immer mal rum, mache den täglichen Pass bei einem 5er Raid, damit er ein paar Erfahrungspunkte bekommt, dass er irgendwann mal Level 30 ist oder so. Level 29 ist er jetzt, glaube ich. Jetzt aber ein Fluffeluff, kein Pi, nicht wie vorhin. Diesmal haben wir's. Das hat er natürlich. Die Babys müssten, glaube ich, alle vorhanden sein. 96er. Weil der hat auch beim Sino-Event immer fleißig mitgebrütet. Und es ist einfach so kalt und so nass. Und ein Ponera, wenigstens brüten wir es schon mal. Auch neuer Pokédex-Eintrag. Jetzt müsste es nur noch shiny sein. Obwohl es dann auch wieder teuer wird. Mit dem Rübertauschen, auch aus New York. 15 Angriff. Eins haben wir auf jeden Fall noch. Und wie ihr den Ramses kennt, natürlich wieder kurze Hose am Start, Bruder. Auch bei Regen, auch bei Wind und Wetter. Ihr müsst immer was für die Abwehrkräfte tun, ich sag's euch. Auch nochmal aus New York ein Libiscus. Das dürfte das letzte gewesen sein. Wir drücken das noch an. Vielleicht haben wir ja trotzdem mal random einen Shiny hier sitzen. Ist leider keins. Normalerweise wäre es jetzt schon aus. Ich will aber noch unbedingt eine Fuhre dranhängen. Wir sehen uns also wieder, wenn nochmal 8 Eier aufgehen. So, die nächsten Eier geht auf. Wieder 8 Stück. Mittlerweile hat es auch aufgehört zu regnen. Das nächste Vonera. Leider auch kein Shiny. 800 Staub, 10 Bonbons. Aus den USA. Ich glaube, die sind alle vom selben wieder mal. Und der hat jedem ein Geschenk geschickt von den kleinen Accounts. Ich weiß aber gerade nicht, wer es ist. Ein Porygon haben wir auch am Start. 1000 Sternenstaub, 13 Bonbons. Blöten, Niederösterreich. Nimmt man gerne mit, ist auch kein neuer Eintrag. Das ist nämlich ein Account, der wird schon etwas bespielt. War mal der Hauptaccount von jemandem, der aufgehört hat. Habe ich dann einfach übernommen. Ramses ist der Abzieher. Das nächste Vonera. Auch wieder 800 Staub.
auch aus Niederösterreich. Eigentlich relativ gute WP. Aber gut, damit macht man ja eh nichts, wenn ihr Schanera wild fangen könnt. Entwickelt ihr ja keine Voneras, oder? Und da sind die IV ja auch egal. Ihr nehmt eh das als Tank für die Arena. 1600 New York, ein kleines Pi für zwischendurch. Da hinten ist noch ein Ele Zeba Raid. Und was ich besonders cool finde, ist natürlich... Hä? Das passt aber hier überhaupt nicht rein, oder? Wo haben sie das denn ausgegraben? Klingplim. Ich denke, es gibt nur rote Pokémon. Und eigentlich hatte ich erst alle ausgebrütet, bevor ich jetzt neue angenommen habe. Also keine Ahnung, 14.02. auf jeden Fall heute. Weiß nicht, ob das jetzt ein Fehler ist, ob das auch mit dabei sein kann. Ist auf jeden Fall im Ei gewesen jetzt. Klingplim. Nehmen wir es halt mit. Da ein Pi, das passt wieder. 1500 Staub, sieht auch gut aus. Niederösterreich schon wieder. Nee, es gibt nicht zwei Eier aus einem Geschenk. Was ich gut finde, ist, dass Schanera jetzt natürlich auch in Raids ist. Das heißt, mit den ganzen kleinen Accounts kann ich da auch auf Shiny-Suche gehen. Wenn das schon nicht vermehrt in der Wildnis so extrem auftaucht, könnt ihr natürlich auch raiden oder eben Aufgaben machen. Das nächste Pi, Nordrhein-Westfalen, nimmt man auch mal mit. Eins haben wir noch. Dann ist es, glaube ich, auch schon wieder rum. Wieder sehr unspektakulär, kein Shiny dabei. Nichts Interessantes, noch ein Porygon zum Abschluss. 1000 Staub, 13 Bonbons, Schleusingen, Thüringen, okay. Das war's aber, alle Eier sind durch. Wir hauen trotzdem nochmal 8 Stück rein, machen heute eine richtige XXL-Doppelfolge. Ich will nämlich unbedingt ein Shiny Vonera haben. Mit dem Riolu hat es ja auch geklappt auf die letzte Sekunde. Wir melden uns auf jeden Fall zurück, wenn die letzten 8 Eier aufgehen. 4 Ladungen reichen dann aber, glaube ich. Sonst wird die Folge nämlich zu lang. Und dann braucht es wieder 2 Jahre zum Exportieren. Und dann stürzt das Programm wieder 5-mal ab. Das habe ich jedes Mal, wenn die Videos länger gehen. Darauf habe ich ehrlich gesagt jetzt nicht so viel Lust. Wir laufen weiter. Ich suche mir nochmal einen Account, wo noch genügend Geschenke da sind, dass wir wieder 8 Stück zusammenkriegen. So, 10 Stunden später, nachdem ich zwischendurch plötzlich noch mal 2 Stunden geschlafen habe und einfach umgefallen bin, kommen wir zurück mit den letzten Eiern. Die Mütze ist auch nicht da, die Sonne scheint, aber irgendwie fängt es schon wieder an zu nieseln. Wir drücken mal kurz drauf, dann gehen die letzten 8 Eier durch, haben einen Libiskus mit 900 Staub, okay, ist jetzt nicht so viel. Wie ihr seht, haben wir jetzt einen blauen Account am Start. Was ist denn jetzt? Jetzt hängt alles. So, als es noch im WLAN rumhängt. Boah, 14 Angriff, ist okay, nimmt mal mit. Oh, ich bin so fertig, einfach nur schon wieder. Ein Fluffeluff, diesmal aber. Morgen Raid Day, das kann was werden. Nochmal 900 Staub beim Fluffeluff. 14, 14, 12. Immer noch Milka Kühe in der Umgebung. Ich habe immer noch keine gefangen. Zumindest nicht auf den kleinen Accounts. Das nächste Rabauz. Wenn Rabauz irgendwann dann als Shiny eingeführt wird, dann geht das Ganze wieder los, der ganze Spaß. Da 15 KP haben wir auch dabei. Nehmen wir mit. Ihr seht, ich rotze das jetzt einfach nur noch durch. Motivation gleich 0. Das nächste Schlurp. Das ist morgen dann Thema, ne? Auch im Pokédex registriert. Wunderbar. Wer hat das letzte Mal so lieblos Videos gemacht? Wie der Ramses jetzt heutzutage. Das muss man erstmal machen. 12, 14, 14, irgendwas. Noch ein Pi hinterher, nimmt man natürlich auch gerne mal mit. 1400. Ich glaube, je kleiner die Pokémon werden, desto mehr Staub gibt's. Oh, ich fall gleich um. Noch ein Vonera, das ist natürlich nett. 1085, aber leider kein Shiny. Aus Boston, Massachusetts, USA. 93 Bonbons gerade mal. Ein oder zwei Eier sind es, glaube ich, noch. Dann sind wir fertig. Noch ein Pi.
Das ist aber schön. 1600 Staub, ja, aus Niederösterreich wieder mal. Und eins ist noch da, glaube ich. Das müsste aber das letzte sein. Dann muss ich, glaube ich, erstmal los. Mit einem Kusilla. Hä, das haben wir ja das erste Mal jetzt bekommen. Was ist das denn? 1100. 15 Angriff, Budapest, Ungarn. Ich glaube, ich muss da nämlich erstmal los. Muss mir auch erstmal einen Semmel holen. Zwei Dosen Bier abgeben und einen Semmel holen dafür. Jetzt ist nämlich wunderbares Wetter. Jetzt, wo die Eier alle weg sind, scheint die Sonne. So ein Dreck. Ich ziehe erstmal los, hol mir mal einen Semmel, mach dann erstmal Frühstück. Bin fertig, ruhe mich doch mal aus. Morgen dann also Raid Day mit Schlur, beziehungsweise kommt das Video ja am Samstag, wenn der Raid Day ist. Euch viel Spaß natürlich, viel Spaß auf Voneras Suche. Ob ich noch eins bekommen habe, seht ihr dann natürlich wie immer. Bis dahin, Peace out, Vorhaut. Euer Ramses.